Liebe Freunde, heute bei uns zu Gast im Rockpalast, Nena. Danke! Boah, seid ihr viel, ich raste hier aus. Okay, noch einmal, kommt in die Gänge hier, hey! Woo! Thank you.
ein Liebeslied, also Leuchtturm. Stelle dir, wohin du willst, auf das ans Ende dieser Welt, am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit euch alleine sein. Komm, geh mit mir in den Leuchtturm rauf, wir können die Welt von oben sehen, ein U-Boot holt uns dann hier raus. Der Kapitän. Hallo? Ja, aber klar gehört die Nena in den Rockpalast. Und wenn man das Konzert hier in der Zeche in Bochum gesehen hat, dann erübrigt sich auch die Frage, ob das, was Nena macht, jetzt Schlager ist oder nicht. Denn Nena kann beinharten Rock spielen und sich gleichzeitig so simpel vermitteln wie ein Schlager. Und ich finde es ganz toll, wenn es eine Gruppe schafft und vor allem eine deutsche Gruppe schafft, von ihrem Publikum so akzeptiert zu werden und so angenommen zu werden wie Nena. Denn davon träumen doch alle, die Musiker und die Fans, und die Band, die genießt es inzwischen in vollen Zügen. Die Zeche war voll bis oben hin und wie die U-Bahn in Tokio zu Stoßzeiten. Und mittendrin in diesem Gedränge, da hat einer ausdauernd gestanden und seine Wunderkerze hochgehalten und einen kleinen Zettel, auf dem stand geschrieben: Nena, wir lieben dich. Die Band Nena sieht sehr jung aus, aber die Musiker haben alle schon einiges auf dem Buckel. Und es führen ja zwei Linien direkt auf Nena zu. Bevor die Gruppe im Mai 1982 zum ersten Mal öffentlich aufgetreten ist, da hat das so ausgesehen. Uwe Fahrenkrog-Petersen, der bei Nena alle Tasteninstrumente bedient und der die Musik für die meisten Hits geschrieben hat, er kommt aus Berlin und mit ihm ein alter Bekannter, Jürgen Demel, der Bassist. Jürgen hat bei dem Peter Gabriel zum ersten Mal den Stick gesehen, ein Instrument, das ja ganz verblüffende Töne hervorbringt und das sehr schwer zu spielen ist.
Beide haben sich mehrere Jahre durch die Berliner Übungskeller durchgespielt, so mit allen Konsequenzen und gelegentlichen Auftritten bei Kirchengemeinden, wie das halt so ist, wenn man für einen Auftritt alles tut. Die andere Linie der Band kommt aus Hagen. Rolf Brendel hat bei den Stripes Schlagzeug gespielt und Nena hat in derselben Band gesungen und damals schon genauso gewirbelt wie heute. Außerdem waren beide ein Teil des harten Kerns der Hagener Musikszene, aber das ist ja ein Kapitel für sich. So, und jetzt fehlt uns noch der Gitarrist und das ist Carlo Karges. Und seine Geschichte hört sich selbst an wie ein Rocksong. Er kommt aus Hamburg und hat als 10-Jähriger Autogramme von Achim Reichelt gesammelt. Vor kurzem haben sich beide in der Hitparade getroffen und haben so ein bisschen zusammengestanden und miteinander geplauscht, so von Kollege zu Kollege. Schon durch Carlos schneidende und scharfe Gitarre ist jede Nähe zur Schlagerseligkeit bei Nena eigentlich ausgeschlossen. Carlo hat eine lange Liste von Bands durchspielt. Novalis, die Ramblers, die Bleibtreu-Revue sind nur einige. Und er hat sich immer durchgeschlagen und gehalten. Jetzt kann er sich endlich entfalten und er liefert einen Großteil der Texte, die heute das Feeling in Nenas Musik ausmachen. Tja, und dann ist da noch Nena selber. Aber über sie brauche ich ja nicht viel zu erzählen, da kann man viel nachlesen. Außerdem vermittelt sich das von selbst. Die Stripes aus Hagen gehörten zu den Bands, die es immer beinahe geschafft hätten, aber eben doch nicht ganz. Und da mussten erst die pfiffigen und erprobten Leute aus der Spliff-Umgebung kommen, um das wirkliche Potenzial von Nena zu erkennen und durch ihre Produktionsarbeit auch zum Vorschein zu bringen. Aber Nena ist dadurch nicht zu einem Spliff-Ableger geworden, wie das viele gerne behaupten, denn dazu sind die fünf von Nena viel zu selbstbewusste Leute, dass sie nicht wissen, was ihre Ideen wert sind. Ich war ja sehr gespannt, ob Nena und ihre Band es schaffen würden, die Qualität und die Eindrücke, die auf der Platte zu hören sind, auch live in einem Konzert vor Publikum zu präsentieren. Ja, hier ist die Antwort und hier ist das Konzert. Jetzt kommt Reggae, da ist der Takt falsch. Reggae geht. Ihr müsst auf Rolf achten, er kann das gut. Ja?
Jetzt haben wir hier so eine wunderschöne Treppe und die funktioniert nicht. Heike, funktioniert die den ganzen Abend nicht mehr? Okay, Satellitenstadt. Die Stadt der Zukunft.
nächste Stück, das singen der Carlo und ich. Und was das Wichtigste ist, Nena spielt Schlagzeug. Genau, wie braucht... Und wie? Wie traut die Präsent, wie man hier sagt. Das Stück heißt Ich lieb dich. We'll be right back.
Kriegsfahrt. Ey! Vorstellen. Und ich geh mal hier hoch, du gehst mal auf deinen Platz. Ich darf euch vorstellen, Ralf Brendel am Schlagzeug. Bisschen mehr. Na los. Hey, yeah.
kommt die Punk-Version. Achtung! Schön wir jetzt nochmal die Reggae-Version. Stunden sind
für beide sein. Ich seh deine Hand, hab sie gleich erkannt. Mein Kopf tut weh. Ich hab nur von euch geschrieben.
kommt der Refrain. Mitternacht sitz ich im Kino und Mitternacht läuft das Spielprogramm. Mitternacht sitz ich im Kino. Zombies, Menschen, Fresser. Im Kino ist der Teufel los. Ich hab gewusst, was mach ich bloß. Nichts ist klar. Mitternacht sitz ich im Kino. Mitternacht läuft der Spielprogramm. Mitternacht sitz ich im Kino. Ich seh mir Bring 99
und keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Lügenlieder. Heute zieh ich meine Runde, seh die Welt in Trümmern liegen. Hab ne Ballon gefunden, denk an euch und lass ihn fliegen. Vielen Dank! Okay, wir gehen jetzt nach Hause, aber ich muss euch noch eins sagen, ihr wart das geilste Publikum, was ich jemals hatte. Danke, tschüss!